Wir stehen da vor unserem letzten fertiggestellten Projekt. Zwei Hochbeete vom Projekt eThink, das in Kooperation mit der Agentur Südwind da verwirklicht worden ist. Es ist um Planung gegangen, es ist um die Ausführung mit den gewerblichen Landschaftsgärtnerlehrlingen gegangen und letztendlich dann von der Bepflanzung bis hin zur weiteren Betreuung durch die Nahrungsmittelberufe. Bei eThink geht es um die Regionalität, um das globale Lernen, um das, dass man darüber nachdenkt, was man isst. Die Fleischer nehmen in Schnittlauch für die Bratwürstel, die Petersilie für die Weißwürstel und diverse Kräuter wie Minze zum Dekorieren von den Platten. Die Konditoren verwenden zum Beispiel die Schokominze für die Teller-Dessert. Die Bäcker verwenden Brotgewürze und Knoblauch für ihre Gebäcke, also für Brot und für Semmel und Knoblauchstangerl. Zu dem Projekt kann ich so viel sagen, dass irrsinnig super ist, wenn man von Anfang bis zum Ende ein Projekt zusammen mit den Lehrern und mit der Klasse fertigstellen kann. Und jetzt, wo wir davor stehen und es blüht und gedeiht so prächtig, macht einem das schon ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen. eThink, wir kennen unser Essen!